Nach dem Text de Kingsmiroy aus dem 13. Jahrhundert soll ein an einem Seil befestigter Anker während einer Sonntagsmesse in Clare, Irland, im Jahr 1211 vom Himmel gefallen sein. Das Seil wurde dann gespannt. Es schleppte sich über den Boden, bevor es sich am Bogen der Kirche verfing. Eine Menge versammelte sich, um das Ereignis mitzuerleben. Als sie zum Himmel schauten, um zu sehen, woher das Seil kam, konnten sie den Rumpf eines Schiffes vage erkennen. Nach ungefähr 10 Minuten wurde eine Gestalt gesehen, die das Schiff verließ und sich auf den Weg zum Anker machte. Die Figur soll sich wie ein Schwimmer bewegen, der ins Wasser taucht. Als die Gestalt die Menge bemerkte, die sich versammelt hatte, geriet er in Panik, ging zurück zum Schiff und schnitt das Seil ab, bevor das Schiff davon segelte. Der Anker wurde angeblich in der Kirche ausgestellt. Die Geschichte ist bemerkenswert ähnlich der, die der Chronist Gervase von Tilbury ungefähr zur gleichen Zeit erzählt hat. Die Kirchgänger verließen die Sonntagsmesse in einem nicht näher bezeichneten englischen Dorf und bemerkten einen Anker, der auf einem Grabstein auf dem Friedhof gefangen war. Am Anker war ein Seil befestigt, das sich in die Wolken erstreckte. In dieser Geschichte stieg auch ein Mann das Seil hinunter, aber die Dorfbewohner packten ihn. Der Mann starb dann anscheinend an der dichten, feuchten Luft der